So dünn und doch so stabil. Und auch so biegsam. Schau mal, Thomas. Ich bin auch biegsam. Hehe, aber nur in eine Richtung. Probier doch mal, dich nach hinten zu beugen. Verflixt? Das klappt nicht gut. Ich bin wohl nicht so biegsam wie ein Halm. Weißt du, was auch noch biegsam ist? Papier. Bitte was? Papier. Das kann doch nicht einmal einen Bleistift tragen. Na, warten wir es mal ab. Du brauchst dafür 2 dicke Bücher oder mehrere dünne Bücher, dass sie etwa gleich hoch liegen, ein Blatt Papier und einen Stift. Jetzt probieren wir das mal aus, wie stabil das Papier ist. Wenn ich da jetzt den Stift drauflege, passiert, was zu erwarten ist, das Papier biegt sich durch. Aber es gibt einen Trick, um das Papier stabiler zu machen, und das ist Falten. So, das gefaltete Papier legst du dann so zwischen die 2 Bücher. Und was passiert jetzt wohl, wenn ich diesen Stift wieder drauflege? Hält es oder bricht es wieder durch? So, jetzt lege ich den Stift hier mal drauf. Und siehe da, das gleiche Blatt Papier, was eben noch durchgebogen ist, hält auf einmal unseren Stift. Unsere Brücke könnte sogar noch verstärkt werden, indem man auf beiden Seiten ein Blatt Papier dazu tut. Einmal unten, einmal oben. Und dann ist das Ganze fester. Es erinnert uns so ein bisschen an einen Sandwich. In der Mitte haben wir dieses gezackte, gefaltete und außen 2 gerade Platten. Diese sandwichartige Struktur finden wir auch bei ganz vielen Kartons wieder. Sandwich klingt lecker. Ich habe Hunger. Ja, besonders bekömmlich wird diese sandwichartige Pappe nicht sein, aber die sandwichartige Struktur finden wir auch in der Natur wieder, zum Beispiel beim Schachtelhalm, dessen Halme sind dadurch ganz besonders stabil. Pflanzen wie das Pfahlrohr oder der Schachtelhalm erhalten ihre Stabilität durch den besonderen Aufbau ihrer Stängelwand. Klingt in der Theorie gut. Kannst du mir sowas auch beweisen? Na klar, dazu machen wir das nächste Experiment. Wir können uns auch ganz leicht ein Modell eines Schachtelhalms basteln. Dafür brauchen wir nur 2 Blätter etwas stabileres Papier, ein Blatt normales Papier und Klebeband. Und dann geht's auch schon los. Du nimmst das eine Blatt mit dem stärkeren Papier und machst daraus eine Rolle. Die muss etwa so dick sein, dass da ein 2-Euro-Stück durchpassen würde. Dann nimmst du das Klebeband und klebst die Rolle zusammen. So, das war der erste Schritt. Im zweiten Schritt nimmst du das dünnere Papier und faltest es wie eben fächerförmig. So, wenn du das fertig fächerförmig aufgefaltet hast, tust du es um die erste Rolle rum und du kannst es hier so mit dem Ende leicht einhaken, dass es zusammenhält. Wenn es nicht hält, nimmst du einen Streifen Klebeband und klebst es so rundherum. Dann nimmst du noch das dritte Blatt und machst eine große Rolle einmal außen rum, ziehst es zusammen, dass es schön eng ist und auch das kleben wir wieder mit unserem Klebeband zusammen. Und schon ist er fertig. Unser Pflanzenhalm aus Papier. Schau mal, Nao, wie stabil unser Schachtelhalm jetzt geworden ist. Echt krass. Ganz schön stabil. Daraus kann man bestimmt viele Dinge bauen. Ich glaube,
Ich habe mal ein Video gesehen, wo eine Brücke aus Bambus gebaut wird. Denn auch Bambus ist ein stabiler Halm. Bevor ihr nun eine Brücke baut, fangt doch erstmal mit einer Wiese voller Grashalme an. Viel Spaß. Da wünschen wir euch viel Spaß bei. Bis bald. Ach so, jetzt müsste ich was erzählen.